Gleich ist es 17 Uhr und da heißt es Pimp My Drunk Buddy Bites. Das sehen Sie gleich bei uns. 17 Uhr geht's los. Nicht schlecht. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei TAF. Silvester steht vor der Tür und da wird bestimmt bei dem einen oder anderen ordentlich gefeiert. Auf jeden! Aber bitte tut mir einen Gefallen, lasst euch bei eurer Sause, wenn es denn hoch hergeht, nicht fotografieren, sonst landet ihr nämlich in dieser Sendung. Warum? Bitteschön. Hand aufs Herz, wie fühlen die meisten sich nach so einer langen Silvesterparty? Nicht gut. Warum? Brummschädel. Ja, aber hilft da jetzt wirklich lange schlafen, um wieder fit zu werden, oder macht das alles nur schlimmer? Hier kommen die krassesten Katermythen. Viele gehen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr, aber die wenigsten halten sich dran. Nicht so dieser Engländer. Der hat's wirklich krass durchgezogen. Ja, der hat sein kleines Speckbäuchlein in ein Sixpack verwandelt und steht damit sogar auf Bodybuilder-Meisterschaften auf der Bühne. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie das sein Leben verändert hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wissen Sie schon, wie Sie zu Ihrer Silvesterparty kommen? Wir hätten hier zum Beispiel eine kleine Alternative. Hier wird auf engstem Raum schon auf dem Weg zur Party gefeiert. Und das bei 25 km/h, wenn man durch Berlin cruist. Ja, diesen Partybus mieten zum Beispiel sehr viele Clubbesitzer, um ihren Gästen ordentlich vorher einzuheizen. Das einzige Problem daran ist, wenn die dann ankommen, die Gäste, kann man nicht mehr so viel mit denen anfangen. Ich werde das ganze Jahr lang kein Alkohol trinken. Das hat ein Promi gesagt. Also. Und nicht mal 3 Monate später haben wir ihn dockelnd durch die Gegend laufen sehen. Ja, ja, was sagte schon der Adenauer? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, welcher Promi aber zu seinem Wort steht und wer einfach nur eine totale Plaudertasche ist, das sehen Sie jetzt. Tja, eigentlich ist doch Silvester zu Hause am coolsten. Lässt ein paar Freunde ein, lecker essen und dann Hausparty. Ja, und darum zeigen wir Ihnen jetzt auch, wie Sie Ihre Party am allerbesten pimpen können. Hier kommen die coolsten Party-Hacks ever. Und so geht's dann gleich bei uns weiter. Bald begrüßen wir das Jahr 2018 und vielleicht begrüßen Sie dann auch 2018 Euro, wenn diese auf dem Konto per Blitzüberweisung eingehen. Ja, dafür müssen Sie uns nur anrufen unter der Nummer 01379446000 mit dem Kennwort 2018. Oder Sie schicken das Kennwort per SMS an. 3x4, 3x1. Und das Beste ist, wir rufen direkt am Ende zurück und sagen, wer gewonnen hat. Ist das nicht toll? Das ist der Hammer. Mega. Unfassbar. Ich liebe Fernsehen. Ja, mitmachen. Viel Glück. Bis gleich. Willkommen zurück bei TAF. Würden Sie 130 Euro ausgeben, um nach einer Party keinen Kater zu haben? Nein? Also die in Sydney, die machen das ständig. Ja, nach dem Motto Pimp My Drink Buddy gibt es ja tatsächlich eine Klinik, die Betrunkene wieder fit spritzt. Aber wer gibt bitte schön so viel Geld dafür aus? Und, haben Sie schon das richtige Outfit für Ihre Silvesterparty? Nee? Dann könnte man ja mal so bei den Promis gucken, sich ein bisschen inspirieren lassen. Zum Beispiel die Kardashians. Die sind ja sehr bekannt dafür, dass sie immer sexy Outfits tragen mit tiefem Ausschnitt, ne? Ja, das ist richtig. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie man diese Party-Outfits der Kardashians günstig nachstylen kann. Aber wie kommt dieser Style im Nachtleben an? Das letzte Gewinnspiel in diesem Jahr. Wir begrüßen bald das Jahr 2018 und deshalb gibt es jetzt für Sie 2018 Euro zu gewinnen. Es gab einige, die haben angerufen und haben gesagt, hör mal, das ist aber 2020. Dann ganz schlau. Ja, haben wir gedacht, Münzen sieht ein bisschen blöd aus, deswegen 2 Euro behalten wir, der Rest ist für Sie. Rufen Sie an und machen Sie mit. 01379446000 mit dem Kennwort 2018 oder Sie schicken das Kennwort per SMS an 3x4, 3x1. Das Ganze gibt es übrigens per Blitzüberweisung. Mega. Soll nicht unerwähnt bleiben. Also mitmachen, also. Ja? Viel Glück. Bis gleich. Tja, haben Sie es auch schon mal erlebt? Vielleicht 1, 2 Gläschen zu viel getrunken. Am nächsten Morgen wachen Sie auf, schauen in Ihr Handy und denken, oh mein Gott, was sind das denn für Bilder? Ja, dann wird es entweder mega lustig oder extrem peinlich. Wir verraten Ihnen jetzt genau, warum Sie Ihr Handy besser beim Feiern zu Hause lassen sollten. Ja, das war's schon wieder fast mit der Sendung, aber auch nur fast, denn wir haben noch einen Gewinner. Der findet sich auf der Videotextseite 765 wieder. Herzlichen Glückwunsch, Herr 765, Frau ja. 765. Und Sie zu Hause müssen jetzt ganz stark sein, denn es gibt nie wieder TAF. Also zumindest dieses Jahr. Wow. Hey. Aber Rebecca ist am 2.1. wieder am Start und erfrischt sie mit tollen Themen. Ja. Ja, das wird toll. Ihnen und euch, habt eine schöne Zeit und rutscht gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Ne? Und
trinkt nicht so viel. Doch, das ist schon. Tschüss. Macht's gut. Frohes Neues. Yay, frohes Neues.